einen Groschen, Messer. Bitte nur einen. Messer. Da ist eine Hure. Hallo, schöner Mann. Hallo, schöne Hure. Sieh mal einer an, ein Eremese. Messer. Wie schön, euch zu sehen. Schreitet wohl. Lebt wohl. Tja. Auch hier bei den Ärmsten der Ärmsten muss es halt ja irgendwas zum Vögel geben. Ich möchte jetzt auch nicht mehr reden. Aber wir sind hier wenigstens hier beim Marktplatz. Nachts tauchen immer die mit dem wenigsten Gehirn in Streams auf. Ihn auch nicht gut. Verzeih. Ja. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Phantasialand die Geisterachterbahn. Also nicht die Geisterachterbahn, sondern diese Asia-Irgendwas-Achterbahn. Die Geisterachterbahn mal hieß vor 40 Jahren. Man hat einfach noch nicht erkannt, dass der Kerl Gift für sie ist. Einen Obolus der herbe Güten. Über diese Bettler. War ich jetzt schon richtig? Ich laufe falsch, da vorne muss ich lang. Ihn auch nicht gut, total. Es brennt. Geht weiter. Schreitet wohl. Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Ich denke mal, wenn irgendjemand was zu sagen wollte, wird er mit mir sprechen. 100 pro Bündel. Zum Beispiel diese Hure. Das ist ja der Tresorschlüssel. Kaverne zur Pechgrube. Was? Ja? Schreitet wohl. Das sind echt lange Laufwege. Soll ich wahrscheinlich noch mal mit der Schwester über den Streit reden. Ja, ohne Witz echt gut gemacht. Die Schauplätze. Hilfe! Der wird mir jetzt eh nach draußen verfolgen. Toll. Verdammt! Das
eigentlich nicht erwartet, dass ich angegriffen werde. Tja. Tut mir leid, ich bin auch Straßendieb. Ein Stahlrezept, da liegt noch ein Goldbeutel. Das hätte ich an ihrer Stelle auch gesagt. Zu viel. Das kennen wir schon. Auf ihn! Glimmerstaubrezepte. Schon. Kennen wir auch schon. Das goldene Haus. Kennen wir auch schon. Eine Beutetruhe. Amulett der Leichtfüßigkeit. Schlechter von Ark, der Namenslose. Kapitel 2. Aber warum bin ich hier? Ohne Scheiß. Bin ich aus Versehen jetzt hier reingegangen? Schöne Barbarenkappe. Ach, Moment, hier unten durch. Wird gleich nach oben gemusst. Fliefler Flunkel. Licht ins Dunkel. Ja, nichts. Und jetzt bin ich im Adelsviertel einfach drin. Und da soll ich die Kohle jetzt holen? Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zum Banktresor. Aber hätte es da nicht einen besseren Weg geben können? Anstatt da ich jetzt so zum Kasernenviertel laufen muss oder wo auch immer hin. Ich glaube, das Spiel will mich ausbremsen. Thank you.
Wenn er mich jetzt wieder ins Viertel unten hinbringt. Ah nee, pass auf. Das sieht schon ganz gut aus. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ohne Scheiße, jetzt schickst du mich zurück zum Fremdenviertel. Da bin ich doch vorhin gewesen. So kam ich einfach von der falschen Ecke. Silas Behausung nach Hinweisen zu Milbers Verschwinden. Die Gurke hat den einfach entführt. Und was hast du gesehen, Wache? Nichts. Du stehst einfach nur hier rum und hast nichts zu tun. Bisher? Hm? Verdammte Hacke. Hm? Jetzt führen die mich bestimmt wieder nach Unterstadt. Ich fühle mich träge. Im Chat wird gefragt, wann ich mit Chaos fertig bin bei der Kampagne. Wo soll ich das denn wissen? Ich hab's doch noch nicht durchgespielt. Ich bin doch noch nicht fertig. Woher soll ich denn wissen, weil ich damit fertig bin, wenn ich noch nicht fertig bin? Ja. Ich gehe natürlich jetzt nach Unterstadt wieder. Ich habe ja noch eine Eispranke. Monsieur, bitte nur einen. Einen Obolus? Der Herr wird es euch vergüten. Was? Wie, was? Jetzt sag mir mal, wo dein Bruder ist. Dann gehe ich halt selbst in eine dämliche Behausung rein. Thealoa Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Der Pfeil war einfach nur genau dahinter. Ich sehe. Oberstädter. Hallo, ich bin Fremder. Nicht Oberstädter. Manche Leute wissen einfach nicht, was ich... Eine Rundreise, wunderschön. Der Proof zeigt euch die Unterstadt, wie sie aussieht. Alles von A nach B. Messer. Was? Nicht begaffen. So, da scheint dann jetzt wirklich die Wohnung zu sein. Der Pfeil ist richtig. Der Pfeil markiert die Stelle.
mir leid, ich habe dein Haustier getötet. Papier. Das Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Gunnar, netter Kerl, einer von den Sichelfritzen, scheint öfters kommen zu wollen, war rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warm halten. Lambert. Wollte nicht, dass ich seinen Namen rausfinde, aber hat sein Amulett mit dabei. Hat. Dachte wohl, eine ranzige Hure kann ich lesen. Haha, Überraschung. Ist wohl ein Novize. Als würde mich das in den Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir es getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaub ich. Meister Darius, Oberstädter Schnösel. Und besteht darauf, mit Meister Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen. Hab ihm mit Rocco gedroht. Glaubt nicht, dass der wiederkommt. Information einer Hure? Bild, das scheint sehr wohl wichtig gewesen zu sein. Könnte das Seehain sein? Ihr Heimatdorf? Durchsuche Brote, die leer sind. Vielleicht möchte ich auch einfach nur die Brote mitnehmen. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Das hier war auf jeden Fall... vielleicht hat sie auch... Ich weiß nicht, ob das jetzt von ihr war... Wahrscheinlich hat sie ja als Hure gearbeitet hier unten und deshalb wusste ich auch nicht genau, wie schwer es ist, zu überleben. Einen Groschen, Monsieur. Bitte nur einen. Na los, geht weiter. Die haben zwar sehr viele NPCs reingeknallt, aber wenige, mit denen man interagieren kann. Lasst mich. Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantia ist so ungewöhnlich wie sein Buch. Der Herr wird es euch vergüten. Wird er nicht. Der Herr wird uns eine Katastrophe schicken, eine Flut. Weil er böse ist über eure Armut. Jetzt gehen wir gleich die Treppe wieder hoch. Durch diesen Brunnen oder was das da ist. Ich weiß, warum manche Leute beim LP nicht mehr zuschauen. Es ist einfach wirklich sehr aufwendig. Da muss ich ja bis nach da unten laufen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt viel gelaufen. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Action vorm Schlafen. Deshalb werde ich erstmal hier breaken.